mein Sohn, wie gesagt, 13 Jahre alt, nur noch das Handy in der Hand. Nur noch hier. Facebook, 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 Facebook. Die geht ja so über die Straße heute. Habt ihr es mal gesehen? Hier, so gehen die über die Straße. Wir Menschen haben Jahrtausende gebraucht, um zu lernen, aufrecht zu gehen. Heute, die entwickeln sich zurück. Kam doch mein Sohn letztens zu Papa. Ich habe so viele Klicks auf Facebook, ich kann damit Geld verdienen. Sag mal, Junge, ich kann dir sagen, wie du mit Facebook Geld verdienen kannst. Geh auf Einstellung, melde dich ab, geh arbeiten. Oh, schon mal mehr Applaus bekommen für den Spruch hier. Aber eben, Kinder, wer ist denn alles in einer Beziehung? Wer ist verheiratet? Wer ist weg vom Markt? Drei. Ist das hier ein Single-Treffen? Oder mal jemand in der Beziehung, der gerne Single wäre? Oh, da, oh, die Frau, der Mann. Na. Sehr schön, so wunderbar, vielen Dank. Ja. Aber ich muss sagen, ich war neulich mal im Kindergarten und habe so ein bisschen die Befürchtung, da fängt die Verweichlichung an. Guck mal, wie heißen denn heute die Kindergärtnerinnen? Mia, Pia und Konstantin. Zu meiner Zeit war das noch Tante Brunhilde oder Fräulein Rottenmeier. Und sind wir doch mal ehrlich, wir wollen doch selbstbewusste Kinder. Selbstbewusste Kinder, die auch mal zu ihrer Mutter sagen, Mama, deine Bio-Gemüse-Lasagne schmeckt scheiße. Mach da Fleisch rein. Egal ob vom Schwein oder vom Rind. Meinetwegen nimm den Hamster von meinem kleinen Bruder. Und wir wollen selbstbewusste Kinder, die am Weltspartag zur Volksbank gehen und sagen, pass mal auf, steckt euch eure Luftballons sonst wohin. Wenn ihr es jemals wagen solltet, mein Erspartes zu verzocken, dann komme ich wieder und dann mache ich den Weg frei. Und da mischen wir hin, liebe Luschen, liebe Luschinen. Und deswegen hat sich euer Ausbilder Schmidt geopfert. Ich sag's nochmal, deswegen hat sich euer Ausbilder Schmidt geopfert. Und ist in den Kindergarten gegangen. Als Erzieherin. Tante Ausbilder Schmidt. Muah! Alles geändert, alles. Aus stille Treppe wurde 100 Liegestütze. Kommen die Kinder mittags heim und legen sich direkt ins Bett. Sind die kleinen Rackhammer ausgelastet. Und kennt ihr doch im Kindergarten diese Kleiderhäkchen mit den Tierbildern? Kennt ihr das noch? Kommen alle weg, kommen Bilder von Panzern drauf. Leo 1, Leo 2, Tiger, Wiesel sind auch Tiere. Da lacht nur der gedient hat. Oder habt ihr heute mal so einen Kindergartenspielplatz gesehen? Der ist ja sowas von sicher. Der ist komplett mit Gummimatten ausgelegt. Da fällt das Kind vom Gerüst runter, federt hoch, hat Spaß und winkt und rauf. Wird früher vom Gerüst gefallen, hat noch einen Kopf. Hat's geschadet? Ja! Vorsicht! Und habt ihr heute mal so eine Kindergartenrutsche gesehen? Eine Kindergartenrutsche heute. Die ist 2 Meter lang, hat ein Gefälle von 4%. Und da fährt das 60 Kilo schwere Kind mit 1 Stundenkilometer runter. Das sind die Kinder, die fahren später auf der Autobahn 80. Wollen wir das? Nein. Deswegen habe ich die Kindergartenrutsche auf 100 Meter verlängert, Gefälle auf 75% erhöht, Bahn eingefettet und Falltüren für dicke Kinder eingebaut. Bravo. So, wer war denn schon mal wirklich auf einem richtigen Manöver über mehrere Tage im tiefsten Wald? Ah, guck mal hier, da sehe ich direkt den Glanz in den Augen. Da war eine gute Zeit, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also ich als Ausbilder, ich erzähle meinen Rekruten immer so eine kleine Gruselgeschichte. Immer einen Abend so ein Lagerfeuer und ist so ein bisschen entspannt, so wenn dann keine Übung ist. So eine kleine Gruselgeschichte. Es ist zwar hell, aber wir machen es trotzdem mal gemeinsam. Und zwar erzähle ich eine Gruselgeschichte und ihr macht die Geräusche dazu. Das ist wirklich sehr, sehr einfach.
Jetzt brauche ich allerdings ein Kreuzchen. Guck mal, du siehst so aus, also siehst nicht aus wie ein Kreuzchen, aber darf ich mal fragen, wie du heißt? Hermann, das ist ein männlicher Name, sehr gut. Hermann, was machst du beruflich? Jo. Gut, Hartz IV, alles klar. Hermann, Hermann, machst du, weißt du, wie ein Kreuzchen macht? Ja, das ist ein schwuler Kater, also so ein bisschen, kannst du mal machen? Nein. Mach mal. Ja, ein bisschen kräftiger. Applaus für Hermann, unser Kreuzchen. Sensationell. Also, du hast dann deinen Einsatz, das hörst du. Also, wir stellen uns vor, wir sind mit Ausbilder Schmidt im Manöver. Kleines Lagerfeuer drumherum, stockdunkel, totenstill. Der Wind pfeift durch die Bäume. Das ist Ausbilder Schmidt, ich will Windstärke 10. Der Wind pfeift durch die Bäume. In der Ferne das Donnergrollen eines heranziehenden Gewitters. Das ist Magen-Darm. Es regnete in Strömen. Super, gestern im Emsland, die haben Plätscher, Plätscher, Plätscher gesagt. Und ein Kreuzchen war zu hören. Ein Kreuzchen im Stimmbruch, sehr gut. Ja. Die typischen Geräusche der menschlichen Zivilisation, Stimmengewirr, sich amüsierender Menschen. Das feste Zupacken quietschender Autobremsen. Und das Gekröne von vorbeiziehenden Fußballfans waren nicht zu hören. Nur ein Kreuzchen war zu hören. Es kann sprechen. Ein Kreuzchen, was sprechen und lachen kann. In der Ferne das Gejaule eines geschlagenen Hundes. Das war ein Holländer. Neufundländer, Entschuldigung. Jetzt stand ich plötzlich vor dem alten Friedhofstor. Ich öffnete das quietschende Friedhofstor. Es quietschte länger, als ich es öffnete. Ich mach's nur mal zu. Auf. Zu. Denkt dran, ihr seht hier vorne nur ein dummes Gesicht. Jetzt ging ich die schlammigen Treppen zur Friedhofsgruft hinunter. Ich trat auf einen Frosch. Ich trat auf eine Katze. Ich trat auf ein Kreuzchen. Kreuzchen-Totgeschichte aus. Applaus für Hermann, meine Damen und Herren. Dankeschön. So. Wunderbar. Bin schon fast am Ende. Jetzt muss ich aber leider die Stimmung noch mal ein bisschen runterfahren. Ich trinke gleich, danke. Sehr, guck mal hier, Mama ist auch da, dankeschön, ja. Applaus für Mama, die kommt immer mit zum Auftritt. Ja, natürlich, ja. Ich muss, guck mal, ganz trocken im Mund. Nein, aber ich hätte fast meinen Auftritt. Jetzt habe ich einen trockenen Mund. War wirklich schlimm. Ging gestern Nacht los. Ein riesen Gejaule und ein Gejammere. Schon gedacht, es ist die Katze vom Nachbarn. Da war ich das. Meine Frau sofort den Notarzt angerufen. Kam da dieser Sascha-Hähn-Verschnitt vorbei. Sagt, oh Herr Schmidt, Sie gefallen mir gar nicht. Sag ich, ja, du sollst mich heilen und nicht heiraten. Hat er mich abgetastet. Gemeint, oh Gott, du bist ja süß. Oh, willst du, soll ich mal hoch? Ja, genau. Darf ich mal hochheben? Nicht auf die Straße rennen. Nicht auf die Straße rennen. Guck mal, dein Helm ist auch schon gestanzt. Zack. Nehmen wir einfach mit nachher. Wunderbar. Nein, jetzt hab ich den Text vergessen. Mama, wo war ich? Egal. Da hat er mich abgetastet, gemeint, es wäre der Blinddarm. Sag, Blinddarm, was ist das denn? Sag, ja, das ist ein Organ ohne Funktion. Sag, wie bitte? Ein Organ ohne Funktion in meinem Körper? Dann raus mit dem Sigmar Gabriel.
mit riesen Tatütata wurde ich ins Krankenhaus gefahren und mein Zimmer musste ich mir mit zwei Simulanten teilen. Der eine war so ein 18-jähriger Skateboardfahrer mit nur einem gebrochenen Bein. Und der andere war so ein alter Mann, Herr Koslowski. Herr Koslowski, das sah mal gar nicht gut aus, kein Wunder. Die Medizin tröpfelte durch einen kleinen Schlauch in ihn hinein. Ich den Hahn ordentlich aufgedreht. War der Alte nur am Kichern. Ne? Dankeschön. Kommt noch die Nachtschwester rein, die wollte mein OP-Kleidchen andrehen. Ich sag, nein, ich werde in Stiefeln-Uniform operiert. Kam die auch noch mit der Bettpfanne. Ich sag, was, muss ich mein Essen noch selber machen? Wurde ich in den OP reingefahren, meint dieser Narkosearzt zu mir, Herr Schmidt, zählen Sie bis 10. Ich, 1, 2, 3, weg war ich. Halbe Stunde später wachte ich in einem Aufwachraum auf. Der Narkosearzt lächelt mich an. Ich sofort 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kam zum Schluss noch gut gelaunt der Oberarzt auf mich zu. Ich sagte, Dankeschön, du bist ja mein Schatz. Kam der Oberarzt und sagt zu mir, super, alles gut gelaufen, Herr Koslowski. Ich sag's nochmal. Sagt er zu mir, alles gut gelaufen, Herr Koslowski. Sag ich, wie bitte, ich heiße Schmidt. Sag, oh, Herr Schmidt, dann herzlichen Glückwunsch zum künstlichen Hoden. Jetzt habe ich 4. Dankeschön. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war's von mir. Danke, Koblenz. Danke an die Bundeswehr, an die Kameraden und Kameradinnen. Danke an euch, ihr habt super mitgemacht. Danke an die Kameraleute. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Um 14 Uhr bin ich nochmal hier. Wird aber ein ähnliches Programm wie eben. Aber wenn ihr nochmal kommt, dann winkt einfach, dann mache ich zwei neue Nummern. Ne? Hat es euch gefallen? Ja. Moment. Genau. Ausbilder Schmidt heißt immer jawohl. Ja. Nicht so, ja nee, kann sein, Ausbilder, ich frage mal das Kreuzchen. Hat es euch gefallen? Ja. Dankeschön. Ja, sag mal Ausbilder Schmidt. Hast du eigentlich gedient? Ja. Und wo? Luftwaffe. Luftwaffe. Ein Fehler hat jeder. Ich habe gelesen, du... Das habe ich gehört. Und du hast noch Auftritte hier in der Region, in Koblenz. Ja, ich bin öfters im Café Hahn, ganz toller Laden in Koblenz, Koblenz-Gülz. Wann hast du Auftritte? Was für Daten sind das? Ich glaube, dieses Jahr nicht mal, aber nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall. Ich glaube, nicht am 14.06. Habe ich da nicht was gelesen? Nee, dieses Jahr nicht, wahrscheinlich, aber nächstes Jahr kann sein. Ja. Und was uns ja mal alle interessieren würde, wir sind in der Einsatzarmee, warst du schon mal im Einsatz? Also richtig, ja. Ich war im Jahre... 2010 war ich in Afghanistan, habe dort zwei Shows gespielt, in Massa-e-Sharif und in Kundus. Ja. Und da gibt es eine kleine Anekdote, die ich mal gerne erzählen will. Ich bin ja Holger Müller, ist mein richtiger Name, ich spiele seit 20 Jahren Ausbilder Schmidt. Und bin natürlich, ich leide privat in Zivil unterm Ausbilder-Tourette. Das ist ein Problem, du gehst in Zivil in den Supermarkt rein, eine Riesenschlange, dann hörst du dich rumbrüllen, mach mal hin, zack, zack. Ja. Oder war neulich mit meiner Frau essen und da kommt der Kellner mit so einem Gruß aus der Küche an. Sag, was ist das denn? Fliegenschiss an Läuseschenkel. Also, und ich selber würde mich privat eher als Lusche einstufen. Ja. Der Ausbilder Schmidt ist natürlich der Starke. In Afghanistan, in Massa-e-Sharif und Kundus war ich als Ausbilder Schmidt, der Harte. So. Jetzt sagen die, bin ich von Massa-e-Sharif. Also ich muss sagen, ich habe bei unseren Jungs gespielt, nicht von der Taliban. Ne? Wäre auch blöd gewesen, ne? So Jungs raus aus den Frauenklamotten. Also wäre ich auch gar nicht mehr hier. Und dann fliegst du von Massa-e-Sharif nach Kundus mit der Transall, alte Transportmaschine. Und kurz vorm Abflug sagen die zu mir, auch übrigens Ausbilder, nach Kundus fliegen wir aus Sicherheitsgründen im Sturzflug rein. So, ich als Ausbilder, geil. Ich als Holger Müller, privat im Phantasialand fahre ich noch nicht mal Achterbahn. Ich saß also in dem Transportraum, zufälligerweise ein ranghoher Offizier, 3-Sterne-General mitgeflogen nach Kundus. Der saß im Cockpit. Der hat gehört, Ausbilder Schmidt fliegt nach Kundus, macht eine Show. Dann kam der generalstabsmäßig in den Transportraum rein, sagt so, Ausbilder Schmidt! Ja, das bin ich. Wunderbar, dass Sie nach Kundus fliegen, für die Kameraden, Kameradinnen eine Show spielen. Zur Ehre dürfen Sie vorne bei mir im Cockpit mitfliegen. Ich so,
ist das besser oder schlechter? Er sagt, er kommt drauf an, da sehen Sie schön, wenn wir Kundus reinfliegen. Und ich sage, wissen Sie was, Herr General, ich bleib hier hinten sitzen. Und er sagt er zu mir, wortwörtlich, schwul oder was? Also, das als kleine Anekdote. Ja, meine Damen und Herren, und davon können Sie sich jetzt selber überzeugen, wir haben mal einen kleinen Film vorbereitet. Und da sage ich jetzt einfach mal an die Technik, Film ab. Ja. Danke.